Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und hier zeige ich euch Pfad des Stürmers. Für den Titan-Stürmer, denn einige haben da Schwierigkeiten, also dieser Guide. Wir fangen an mit Zavala, das ist klar. Dann hätten wir besiege 50 Feinde mit deiner Hausfaust, Granaten oder Nahkampfangriffen. Am besten macht man das auf dem Mond und zwar erste Mission. Kommen wir gleich hin, das wäre hier. Dann gehen wir dahin, wo wir das erste Mal die Char treffen. Zuerst aber noch kurz, wie skillen. Ich empfehle da die Blitzgranate, weil sie mehrere Gegner töten kann und verstärkt. Kills mit der Sturmfaust reduzieren die Abklingzeit der Chaosfaust bedeutend. Das heißt, man kann öfters mit der Chaosfaust etwas machen. Ist gut, braucht man. Dann schlechtes Karma, um den Super schneller aufzuladen. Wenn man ihn natürlich hat. Und Heilrüstung, dass wenn man spawnt, hat man gleich zwei Blitzgranaten, dann geht das Ganze nochmal ein bisschen schneller. Gut, dann wären wir hier eben, wie schon gesagt, bei der Char, wo wir das erste Mal auf die Char treffen. Dann kann man da die Granaten an den Gesteinsformationen relativ gut hinwerfen. Je nachdem, wie die Char dann kommt, passt das gut. Mit dem schlechten Karma kann man den Super sehr schnell aufladen. Und hier zeige ich nochmal die Blitzgranate. Kann man auch einfach stehen bleiben und auf die Leibeigenen warten. Sind alles Kills mit der Granate, das heißt, zählt alles dazu. Dann hat man relativ schnell den Super schon aufgeladen. Lässt sich töten. Ich mache da kurz einen Übergang, sonst dauert das ewig. Lässt sich töten, spawnt neu. Wenn man den Ritter nicht tötet, spawnt man immer wieder an dieser Stelle, also kann das beliebig oft wiederholen. Dann kann man mit dem Super ziemlich viele Leibeigenen töten. Das macht man ein paar Mal und hat die Mission schon abgeschlossen. Dann gehen wir weiter, müssen wir wieder zurück zu Zavala, das heißt, wir gehen die Mission wieder abgeben, bekommen eine neue und das wäre dann die. Erzeuge 25 Sphären mit deiner Chaosfaust. Nun ist eigentlich auch relativ easy, hier empfehle ich Wappen von Alpha Lupi, gibt nämlich pro erster Kill immer eine Sphäre zusätzlich. Mit dem schlechten Karma, wie ich vorhin gezeigt habe, macht man da mehr Schaden, bis man den Super voll hat, lässt sich töten, spawnt hier wieder neu, die Gegner kommen wieder, mit der Chaosfaust tötet man die Gegner, möglichst viele, dass man möglichst viele Sphären erzeugt, in der Regel werden es etwa 7 Sphären sein, das macht man so häufig, bis man dann 25 gemacht hat und hat das auch schon abgeschlossen. Dann kehren wir zurück zu Zavala, weil wir x-tausend Mal zu dem Typ hinrennen müssen. Dann den Stürmerfokus vervollständigen, das heißt komplett hochleveln, wenn man das noch nicht gemacht hat. Wieder zurück zu Zavala und dann kommt das Schwierige. Schließe einen Strike mit der Hausfaust ab, erschaffe 3x7 Sphären mit einem einzigen Schlag. Ist eigentlich einfach, wenn man weiß wo. Zuerst aber ganz kurz nochmal, nehmt Wappen von Alpha Lupi mit, denn da produziert man insgesamt einfach mal eine Sphäre mehr. Wer den also hat, nehmt den mit, er ist hier an dieser Stelle sehr, sehr gut einzusetzen. Dann zu Omnigul, wie man vorhin gesehen hat. Bei Omnigul gibt es diese Stelle, wenn man folgenden Ton hört. Die Char stößt in Gefallenenrevier vor. Also wenn sie das sagt, dann kommen die Char-Gegner, wieder viele Leibeigene, die kann man alle sammeln, wenn man es richtig macht. Wenn man es im Team macht, geht es noch ein bisschen einfacher. Die sammelt man, Chaosfaust und zack. Schon hat man 8 Sphären produziert. Läuft gut. Warum 8? Nun liegt eben an Wappen von Alpha Lupi. Dann gibt es noch eine Stelle, wenn man das hier hört. Vorwärts, Hüter! Geht das Tor auf, da kommen viele Gegner raus, auch ein Major. Zack, alle weg. Muss einfach schauen, dass der Super ready ist. Wieder 8 Sphären und schon hat man das zweimal geschafft. Dann kann man es an dieser Stelle hier noch machen, beim Landungsschiff. Da gibt es mehrere Landungsschiffe. Rein, hoffen, dass man genug Sphären produziert. Und dann hätte man es jetzt schon abgeschlossen. Falls es an dieser Stelle nicht klappt, weil es da ein bisschen heikel ist, gibt es hier nochmal eine Stelle. Bei Omnigul, das heißt Omnigul angreifen, dann ein bisschen im Kreis rennen, damit man schön die Char-Gegner sammelt. Zack, Chaosfaust rein. Tötet ziemlich viele Gegner, wieder 8 Sphären. Und spätestens hier hat man es dann abgeschlossen. Und wenn es nicht klappt, dann den Strike nochmal neu starten. Ja. Wenn man ihn dann abgeschlossen hat, indem dass man Omnigul gekillt hat, ist die Sache auch schon geschafft. Man kann zurück zu
Der Boss, sage ich mal, und bekommt den Klassengegenstand. Der ist für Stufe 40 und ich zeige gleich, was der alles drauf hat. So, das hier ist Standard, das kennen die meisten. Dann gehen wir gleich weiter und zwar Intellekt erhöhen, erhöht den Intellekt. Das heißt, die Fähigkeit, man sieht es da, den grünen Balken, heißt einfach Stärke oder Intellekt erhöhen, den man bekommt mit diesem Abzeichen, also mit diesem Zeichen vom Titan. Hier hätten wir Scout-Gewehr-Fokus, erhöht die Verbesserungsrate für Scout-Gewehre. Und unten hätten wir das gleiche mit Raketenwerfer, da können wir dann auch aussuchen, welches wir haben möchten. Und Vorhutstreiter erhöht deine Rufverbesserung für die Vorhut. Also das heißt, ihr bekommt ein bisschen mehr Ruf, wenn ihr dieses Abzeichen trägt. Der im Großen und Ganzen sieht da sogar noch schick aus. Mit einem richtigen Shader kann man da komplett blau, dunkelblau, hellblau rumlaufen, wie es gerade passt, wie man das gerade möchte. Dann wären wir auch schon am Schluss von diesem kleinen Guide. Ich hoffe, er war hilfreich. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Hier kommt noch ein Outro für den Verteidiger, für den Warlock und natürlich auch für den Jäger. Wenn ihr irgendeinen machen müsst und ihr habt Schwierigkeiten, könnt ihr hier den Guide anschauen. Dann wisst ihr, wo wie was und wo man es am einfachsten macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.